Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, lang ist es her, dass ich das letzte Video gemacht habe. Ich muss zugeben, ich war in der letzten Zeit ein klein wenig faul und beziehungsweise nicht faul, sondern habe ein bisschen sehr viel Black Ops gesuchtet, nachdem ich mir das jetzt zugelegt hatte, nachdem der Thorsten mich da drauf gebracht hatte. Und wie ihr schon sehen könnt, bin ich mittlerweile Prestige 1, Rang 43 und ich habe mir gedacht, jetzt wird es Zeit, nochmal ein Video aufzunehmen und mal zu gucken oder beziehungsweise euch zu zeigen, wie ich mich denn jetzt schlage. Denn es hat sich einiges geändert. So, jetzt juckt mir die Nase. Mit der Vesper gehe ich ziemlich gut ab. Die habe ich auch schon waffenprestigemäßig hochgelevelt, aber das ist halt eine Noob-Waffe, die benutze ich nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Kuda habe ich drin, ja, die habe ich jetzt nochmal hochgelevelt, wenn ich nämlich Prestige mache, sind die ganzen Waffen wieder gesperrt, man muss die wieder einzeln freischalten und damit ich eine einigermaßen zuverlässige Waffe habe, damit ich die aufsetze und alles schon habe, habe ich die Kuda jetzt auch mal ein bisschen hochgelevelt. Dann habe ich eine Klasse gemacht, da habe ich jetzt nur zum Messern, was ich auch sehr gerne mache. Ich weiß, der ein oder andere wird jetzt sagen, noobig. Ich mache es halt hin wieder mal gerne, ich bin so ein bisschen ein Messerner, auch schon bei Battlefield gewesen. Und die HVK habe ich auch mal drin. Die Man of War finde ich sehr gut, mit der spiele ich momentan ziemlich viel. Und hier habe ich mal so eine Klasse reingemacht mit einem Raketenwerfer, weil man da auch gut Punkte machen kann, um Raketen und so, um Drohnen und so weiter abzuschießen. Das habe ich mir jetzt auch mal hier reingeklatscht. 15 Freischalttucken habe ich noch, weil ich mir sonst noch nichts groß hier gekauft habe, was ich sonst nicht brauche. Ich werde die Waffen aber nach und nach alle auf jeden Fall mal ausprobieren. Shotgun-Klasse habe ich jetzt keine drin, ich finde Shotguns scheiße, das werdet ihr wahrscheinlich auch in den Videos entweder schon gemerkt haben oder wahrscheinlich dann noch merken. Die regen mich immer so ein kleines bisschen auf und gut, in letzter Zeit hatte ich in den Schwarzmarktkisten nur Scheiße drin, also das regt mich so ein bisschen auf, aber machst du nix. Und gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein. Für meinen Propheten hier habe ich jetzt momentan einen Zeitsprung mal drin. Nutze ich eigentlich relativ gern den Charakter. Da habe ich jetzt bis auf den letzten Kopf schon alles freigeschaltet und bis auf die letzte Rüstung. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ich hier für einen Skin drin habe, also nicht im Gesicht, sondern halt auf dem Körper, das ist hier der Nachtskin vom Schwarzmarkt, den hatte ich zufällig erhalten. Und das Messer sieht aus, als wäre es Gold, ist es aber nicht, das ist die Chamäleon-Tarnung. Mir fehlt nämlich noch die Kampftarnung, wo man 5 Feinde abstechen muss und danach mit ihrer Waffe irgendwie töten muss. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal probiert. Ich habe irgendwie noch nicht einen Kill damit gemacht, obwohl ich schwören könnte, dass es eben nicht so ist. Aber naja, gut. In Ordnung. Punkteserie, falls es jemand interessiert, habe ich mal die Drohne drin, die Vorräte und die Hellstorm, falls es mal besonders gut läuft mit Abschützen. Ansonsten macht es bei mir nicht viel Sinn, hier höhere Sachen reinzupacken, weil so viele Punkte mache ich eigentlich in der Regel nie, da muss das Gegnerteam schon richtig schlecht sein. Da gehe ich halt meistens vorher drauf. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir doch mal einen Lobby. Hoffentlich lande ich hier nicht in so einer Noob-Lobby mit Shotguns, Infection, jawohl. Ah toll, 4 gegen 5. Heute zocke ich alleine, Thorsten ist noch nicht dabei, es ist noch ein bisschen früh. Und mal gucken, eine Runde mache ich jetzt mal, vielleicht nehme ich danach noch eine Runde auf, mal schauen, je nachdem wie ich lustig bin, je nachdem wie das jetzt hier läuft. Und so viel dazu. Dadurch, dass ich halt in letzter Zeit relativ viel Black Ops gezockt habe, sind natürlich andere Projekte liegen geblieben, die ich auf jeden Fall noch machen werde. Die Transformers-Teile werde ich auf jeden Fall noch mal zocken. Und Charlie wird gesichert. Der Feind hat aber alles zu gegebener Zeit abgesichert. Warum leckt das denn hier schon wieder so? Das war... Sichern, bravo. Okay, also es ist definitiv die Fraps-Aufnahme, die das hier so laggen lässt. Ich spiele nämlich, wie ihr seht, ja mit... 43 Rang und Prestige 1 schon jetzt eine ganze Weile und die ganze Zeit ohne Aufnahmen, da leckt das hier nicht einmal. Weil ich die Grafikqualität schon... Scheiße. Wir verlieren B. Weil ich die Grafikqualität schon runtergestellt habe bei mir durch meinen alten Rechner hier, das ist... Vorräte unterwegs. Nicht so das Gelbe vom Ei. Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Eine Grafikkarte ein. Wir verlieren B. Geschartet. Immer genau dann, wenn ein Gegner in der Nähe ist, leckt's hier.
Donnergrollen befehlsbereit. Feind hat Bravo eingenommen. Floh rüber. Er hat momentan ein bisschen Probleme mit seinem PC, deswegen wundert euch da nicht, feindliche Konterdrohne falls da ist in aktiv. Der nächsten Zeit erstmal keine Videos von Florian kommen. Das liegt daran, dass sein PC irgendwie Probleme macht. Das war's für Sie. Ganze Arbeit umsonst. Wir verlieren B. Das irritiert mich hier so ein bisschen. Sichern A. Wir haben Bravo verloren. Schauen wir mal her. Alpha ist abgesichert. Okay, hier versteckt sich keiner. Erledigt. Der läuft mir aber auch genau vor die Fresse. Feindliche Drohne gesichtet. Hast du das gehört? Mehrere feindliche Drohnen gesichtet. Wir verlieren Alpha. TF. Wir haben A verloren. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen, wo ich langlaufen soll. Bis ich sichern das überlegt habe, bin ich 100% schon wieder tot. Ja, fast. Von der anderen Seite. Checke Zeit, Delta. Achtung, feindliche Schwebeladung gesichtet. Wie jetzt? Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Ich zocke eigentlich diese Map lieber hier von der Seite aus. Sichern Alpha. Sichern Bravo. Achtung, feindliche Schwebeladung gesichtet. A ist abgesichert. Wir verlieren Charlie. Okay, Achtung, feindliche Vorräte von Charlie oben. Gespawnt. Wir haben C dann verloren. Achtung, mehrere feindliche Drohnen über uns. Ja, mich können sie aber nicht sehen, denn ich habe Geist. Feindliche Konterdrohne in der Luft, Radar offline. Feindliches verstärktes Geschütz im Operationsgebiet. So Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Hellstorm über uns. Ja, genau. Was haben die denn nicht noch alles freigeschaltet eben? Ist klar. Battery besiegt. Und nein, das ist nicht Campen, das ist Stellungskrieg, nenne ich das. Man muss ja hier irgendwie seine Stellungen auch ein bisschen verteidigen. Ach, der war hinter mir. Halt nicht so einer, der so frei direkt ins offene Feuer reinläuft, sondern ich bin halt einer, der so ein bisschen wir verlieren vorgeht. Alpha. Zack, Achtung, feindliche Hellstorm unterwegs. Die Runde ist bald vorbei, mach das wieder wett. Feindliche Konterdrohne in der Luft, Radar offline. Feindliche Drohne gesichtet. Wäre ich an der Ecke nicht hängen geblieben. Was ist denn hier eigentlich los? Warum dreht sich dann das Spiel auf einmal so? Es lief doch die ganze Zeit bestens, ja. Bedrohung neutralisiert. Das sind so die kleinen... Wir haben die Schlacht verloren, das sind so die aber Kleinigkeiten, die man der Man of War so gefallen. Man kann alles so auf mittlere Distanz oder auf weite Distanz mit der richtig gut Kills machen, wenn man nicht dauerhaft den Abzug gedrückt hält, sondern so ein bisschen mit Bedacht schießt. Feind am schon, Boden. Halbzeit. Und so, jetzt haben wir die erste Runde verloren, aber wer weiß. Schauen wir mal. Nehmt die Ziele ein. Sichern Alpha. Alpha was ist, gesichert. Was sind denn das alles für Geräusche, die der eine Typ da macht? Das hört sich voll krank an.
Als ob so. Sichern B. Aktiv. Startpunkt gespeichert. Ein Abschuss. Der kann man richtig gut Kills machen auf Distanz. B ist abgesichert. Wenn der Gegner davon mal getroffen wird, dann kann er sich auch kaum noch kann er auch kaum noch zurückzielen, ja. So gut, der Kollege geht vor, das heißt, hier braucht man keine Absicherung mehr. Feindliches verstärktes Schuss im Operationsgebiet. Wir verlieren Bravo. Jetzt könnte es sein, dass sie von hier kommen. Wir haben Bravo verloren. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ja, wir haben Bravo verloren, das ist nicht gut. Hoppala. Wir verlieren Alpha. Bam. Feindliche Hellstorm über uns. Egal. Sichern C. Wir verlieren Alpha. Wir werden hier dominiert. In die Offensive gehen. Feindliches verstärktes Geschütz im Operationsgebiet. Charlie gesichert. Wie er da in der Ecke steht und campt, der Pisser, ey. Wir verlieren C. Schwer neutralisiert. Batterie erledigt. Feindliche Drohne nähert. Achtung, feindliche Schwebeladung. Ich muss irgendwie auf die andere Seite. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Sichern A. A ist abgesichert. Wir verlieren C. Wir haben C verloren. Feindliche Vorräte über uns. Ja, das war mir. Sichern Bravo. Das war mir so klar. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Bravo gesichert. Achtung, feindliche Schwebeladung gesichtet. Feindlicher Wächter im Einsatzgebiet. Wir verlieren B. Feindliche Drohne gesichtet. Outrider erledigt. Tja, da war er weg. Scheiße gelaufen, ne? Verbündete Hellstorm unterwegs. Verbündete Vorräte nähern sich. Versucht. Drohne nähert sich. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Das wird mir jetzt so ein bisschen heiß hier. Kommt nämlich jede Menge da aus dem Haus raus. Genau hinhören bei dem Spiel. Wir verlieren Bravo. Wo bin ich denn hier? Weltstatus wiederhergestellt. Feindliche Drohne näher sich. Die Runde ist bald vorbei. Mach das wieder wett.
Infanterie erledigt. Seit hier so abgeht. Ich bin halt eher so der Verteidiger. Ich bin, wie gesagt, nicht der, der unbedingt so ins Feuer rennt. Dafür stehe ich zwar auch nicht unbedingt im Siegerkreis, wenn wir tatsächlich gewinnen, was wir nicht tun werden. Feindliche Drohne gesichtet. Wir werden nicht gewinnen. Ja bitte, was habe ich gesagt? Das war mir sowas von klar. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Ich habe ja auch nicht allzu viel gemacht. Battery erledigt. Genau. Mission gescheitert. Neue Anweisungen folgen. Das nächste Mal zeigen wir es Ihnen. Geh zurück ins Bootcamp. Auch schicke Tarnung. Was auf jeden Fall. Also was ich mir vorstellen könnte, welchen Charakter ich auch nehmen würde als Alternative zum Prophet, das wäre daneben der Reaper oder der Spectre, aber den nehmen schon viele. Ich versuche mal so ein bisschen was zu nehmen, was nicht jeder so nimmt. Ein Prophet ist eigentlich eher sowas für einen Anfang, den nehmen wir eigentlich, na gut, ich habe ihn wieder auch schon mal einen gesehen, der den hatte mit Goldtarnung sogar, das ist richtig heftig, bis man die mal freigeschaltet hat. Aber ansonsten, ja, ich mag eigentlich meinen Propheten. So, Controller-Noob auch übrigens wieder, ne? So, mit Controller, für die Leute, die es noch nicht wissen. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erst einmal Schluss. Und ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei. Mal gucken, vielleicht nehme ich gleich nochmal eine Folge auf. Mal schauen, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!